Lieben, einmal bitte den dreifachen RV als Zeichen für die maximale Respektsbekundung in den Chat für unseren heutigen Gast, Michael Zetti Zetterer. Ja, da ist er doch. Ein wunderschön, mein Lieber. Puh, bo, 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 bo. Nummer 1. Die Nummer 1 beim SV Werder Bremen. Ist das schön, Alter. Ey, wann, weißt du noch, wann das war, als du hier das erste Mal im Chat aufgetaucht bist? Ich bin gerade mit dem Roller vom Stadion hierher gefahren, in die Wohnung. Und ich habe mich gerade auf dem Roller, habe ich mich das Gleiche gefragt, wirklich. Ja. Ich dachte mir, wann war ich das erste Mal bei dir im Stream und wie witzig das ist, weil damals, Alter, keine Ahnung, niemand kannte mich, du kanntest mich nicht. Nee. Einfach irgendwie so connected worden, so voll zufällig eigentlich und dann, Alter, jetzt sitzen wir hier. Volle Kanne. Warst du denn, da warst du aber schon in Zwolle, ne? Boah. Warst du eine ganze Saison in Zwolle oder warst du nur ein halb... Boah. Doch, doch. Ich war sogar anderthalb Saison in Zwolle. Da war ich in Zwolle, ja. Okay, da warst du in Zwolle. Ich weiß, einer hat einen Chat geschrieben, der Zetterer von Dingsbums, der ist auch Dingsbums. Und da warst du ja auf einmal wirklich im Chat. Dann haben wir dich ja auch zur Flügelzange, bist ja dann auch hier gewesen. Und jetzt ein Jahr später bist du einfach die aktuelle Nummer. Das ist so schön, das zu sagen. Die aktuelle Nummer 1 vom SV Werder Bremen, Alter. Ich schwöre, Weltklasse. Krass, ne? Wie ist das momentan so? Was ist das für ein Feeling? Denkst du dir so, ey, ich genieße die Scheiße, oder denkst du dir so, ich acker mich jetzt behindert, soll jetzt einfach noch ganz lange genauso bleiben? Beides, ne? Also auf der einen Seite natürlich voll genießen und so und das, ja, das alles gerade so ein bisschen aufsaugen, aber auf der anderen Seite natürlich jedes Mal Vollgas geben, Training mehr machen, Extraeinheiten und so, einfach schuften, so dass, ja, dass es nicht daran liegt, dass man irgendwie nicht genug Einsatz gezeigt hätte oder so. Ja, und wie ist Feedback bis jetzt? Weil war ja durchwachsen, ne? Saisonstart war ja durchwachsen, ne? Ja, also die Ergebnisse waren durchwachsen. Meine Leistung, glaube ich, war sehr positiv. Ja, also war eigentlich in jedem Spiel in Ordnung, ne? Das eine, dass wir so hoch verloren haben, das war natürlich von allen nicht so rosig. Da hätte ich auch besser spielen können, aber ich glaube, so grundsätzlich war schon gut. Mhm. Nice. Also ist noch, wie heißt denn euer Torwarttrainer eigentlich? Kiki Fander, Christian Fander. Ah, Christian, okay, den kennt, mit V, ne? Ja, ja. Hat der früher mal in Bochum gespielt? Ja. Okay, krass, Alter. Und hat der dich mal so zur Seite genommen und wie sieht so sein, wie macht er das so? Ihr habt jetzt leider am Anfang 4-1 auf den Sack bekommen irgendwie von Paderborn und kommt er dann zu dir und sagt so, guck mal, Videoanalyse, da jetzt so. Oder sagt er erstmal, hör mal zu, du bist jetzt eine neue Nummer 1, mach dir keinen Kopf. Geht er erstmal so drauf ein, nach dem Motto, Präventivmaßnahmen, dass du halt jetzt nicht irgendwie direkt eine Downphase bekommst? Nee, gar nicht. Aber guck mal, ich kenne Kiki schon so lange. Ich kenne ihn jetzt seit, ich bin 6,5 Jahre hier in Bremen. 7, ich kenne ihn fast schon 8 Jahre, weil Ach der so. Davor beim DFB war. Okay, krass. Der Torwarttrainer für die damalige Nationalmannschaft, wo ich war. Das heißt, wir kennen uns einfach schon mega gut und da ist halt einfach, der weiß auch, dass er mich nach so einem Spiel nicht aufbauen muss, außer ich patze ein paar Mal oder so, dann wäre wahrscheinlich schon gut, wenn er nicht reinkommt und sagt, was machst du da, aber sonst, ja. Nee, wir haben ja immer Videoanalysen so nach dem Spiel, so man arbeitet das Spiel auf, egal ob es jetzt positiv oder negativ war und ja. Ja. Können wir jetzt auch mal eine Videoanalyse machen? Ich habe mir nämlich hier, dieses, das Ding gegen Paderborn, jetzt, Mann, du kennst doch, wir machen hier keinen, wir haben auch schon Best-ofs von dir geguckt, wir haben auch schon geile Sachen von dir geguckt. Da hast du jetzt nicht so gepasst oder so, aber ich schick dir mal kurz einen Link, dass wir da einmal parallel drauf gucken können, weil sowas wird mich, das wird mich voll interessieren, was ihr da so gesagt habt und, ja, einfach, Profi-Torwart und Profi-Torwart-Trainer haben ja allesamt viel mehr Ahnung vom Torwartspiel als wir hier. Deswegen ist es, glaube ich, einfach auch interessant für die Leute einfach mal zu hören, was ihr da so bequatscht habt. So, warte, ich hau mal den Link hier rein. Wieso kann ich nicht subben? Keine Ahnung, es haben schon ein paar Leute reingeschrieben, dass die nicht abonnieren können. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Also es haben aber schon genug Leute abonniert. Abos verlängert oder auch Abos geschenkt. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Das ist ein Samurai! Hier, guck mal, hier, der Afromax gerade hier, ne? YouTube, there's no way. Watch Together also nicht. Wie heißt das andere nochmal? SyncTube heißt das, genau. Enter URL hier. Ach komm, ich will das jetzt sehen.
Also Watch Together geht irgendwie komischerweise nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Ich guck mal ganz Das ist kurz. ein Samurai! Da ist ein Samurai. Chris Beard hat noch einen rausgehauen. Danke dir vielmals, mein Das ist ein Lieber. Samurai! So. Surfshark ist aus. Sorry, kurz fürs Warten. Kein Problem. Aber irgendwie nimmt ihr den Link nicht an, Alter. Mann, Für ich will. das zusammen gucken. Ja, das war das, dass man das parallel guckt. Das Einzige, ja, wenn du im Stream das anmachst, dann ist das wahrscheinlich verzögert, ne? Wenn Genau, ich das sind mir hier im so. Stream aufmache. Genau, das sind so ein paar Sekunden. Okay, das können wir natürlich auch machen. Da musst du im Stream den Ich kann das Sound. machen. Genau, dann machen wir den Stream an, Sound aus vom Stream selber. Ja, irgendwie. Werder-Trainer Markus Anfang wird langsam Nee, auch ist. für diese Woche angekündigt, aber passiert Ja, ist kriegen wir hin, mach so. nichts. Ich muss halt ein Ja? bisschen warten, damit irgendwas Okay. zu bewerten ist. So, also, ich zeig's mal ganz kurz. Du hast jetzt im Stream. Ja, ich denke mal, das sind ein paar Sekunden Verzögerung halt. Ich schnibbel das nochmal ganz kurz hier. War das der erste oder zweite Spieltag? Paderborn war der dritte Spieltag, glaube ich. Ah, okay. Das Hast dritte, ich du glaube noch eure schon. ganzen Ergebnisse parat? Start gegen Hannover 1-1. Dann in Düsseldorf 3-2 gewonnen. Das war doch das Spiel in der Nachspielzeit. Dann das Paderborn-Heimspiel 4-1 verloren und jetzt ja gegen KSC 0-0 und 3-0 gegen Hansa Rostock gewonnen. Ja, stimmt. Ja, das Dings muss. Der Videocall danach war auf jeden Fall nice. Da habt ihr richtig Partystimmung gehabt, ja. Ja, wir hatten Mannschaftsabend. Ja, und Ah ja, ich weiß gar Mannschaftsabend nicht, wie wir gehabt, darauf da? gekommen sind. Ja, manchmal, ja, halt, ja, mal so zusammenkommen, weil da war ja auch Transferphase dann vorbei. Das heißt, wir wussten ja ungefähr, welcher Kader ist und dann, ja, Ah, okay, einfach mal gut. zusammensitzen. Aber gab es noch irgendwelche Ab- und Zugänge, wo ihr so wart, so, boah, hätten wir nicht mit gerechnet? Ja, ich glaube halt der, also Mitch Weiser ist ja jetzt noch zu uns gekommen als Ja. Laie. Das war natürlich auch, also wusste keiner von uns irgendwas und war ja auch am letzten Tag sehr zum Schluss so. Also da, es war schon ein Wie bisschen überraschend, aber. alt ist der mittlerweile eigentlich? Weil der ist ja eigentlich, der ist ja ein geiler Zocker auch. Ich glaube 28 oder sowas, 29 Okay, krass, vielleicht. ey. Das gefühlt auch Ewigkeiten da, aber immer irgendwie, immer dieses ewige Talent über seinem Kopf. So, aber ein feiner Fußballer, ne? Absolut, absolut. Also ich habe jetzt auch einmal, zweimal trainiert mit ihm und das eine Testspiel ja gesehen gegen Heracles, das war auch schon gut. Ja, der kann schon was mit dem Ball anfangen, ne? Der war ja nicht umsonst auch bei Bayern und so. Ja. Schon ein sehr guter Junge. So, apropos sehr gute Jungs, da gucken wir uns jetzt mal hier Paderborn an. Ich fordert endlich neue Spieler. Die hatte Sportchef Baumann auch für diese Woche angekündigt, aber passiert ist nichts. Viel Unruhe in Bremen vorm Anpfiff und Ich Baumann in der switch mal hier auch Kritik. ein bisschen. Rund 20.000, genau wie Werder ja im DFB-Pokal schon raus. Ein paar Minuten später unfassbar viel Platz für die Gäste. Das ist Collins, der Linksverteidiger. Und Felix Platte völlig freistehend zum 0 zu 1. 9. Minute. Paderborn. So, ich mache nochmal kurz zurück. Also, Standbild müsste jetzt auch im Stream schon sein, oder? Ich hab's gesehen, ja. Okay, der Kollege hier macht den Schritt nach außen, um ihn hier so ein bisschen, keine Ahnung, abzuschirmen, dass der Ball nicht zu ihm kommt. Er hätte ja theoretisch an ihn hier ranschieben müssen, oder? Die 32 muss ja theoretisch an den Mittelstürmer ran. Aber ist natürlich Ja. auch vom Tempo her nicht machbar, ne? Weil ich meine, die Flanke kommt schnell, das sind 2, 3 Meter, da so schnell kommst du auch nicht dran, ne? Du siehst ja auch rechts unten im Bild. Hier unsere 21, Ömer, der ist ja auch Innenverteidiger. Ich glaube, der war in der Situation vorne irgendwo an der Mittellinie. Ah, okay. Da waren wir sowieso irgendwie nicht so richtig geordnet gestanden. Dann Marco als Außenverteidiger schon sowieso ja relativ weit drin, aber da fehlt uns quasi so ein bisschen der eine, da ein Ja. Innenverteidiger dann. War ein bisschen So. Und Chaos. Felix Platte. Und jetzt. Bist du in Bereitstellung? Die Flanke kommt auf den Kollegen, der ist blank vom Tor. Was denkt man jetzt? Also wenn, lass mich mal überlegen, also wenn ich jetzt zum Beispiel der Stürmer gewesen wäre, oder die meisten Stürmer, die ich halt kenne, ich hätte jetzt versucht, den
entgegen. Also ich hätte es versucht, den links reinzuköpfen. Und du bist jetzt, du bist in dieser, natürlich dieser Sprung, dass du halt gut abfedern kannst, aber du bist da jetzt, Digga, 50-50, du musst, du kannst ja nicht spekulieren, du reagierst nur, ne? Ja. Völlig frei. Ja, was willst du machen, ne? Der kommt so frei vorm Tor zum Kopfball, der ist ja auch total ohne Gegnerdruck, wo du vielleicht, ja, wenn unser Verteidiger so dran ist, dann kann er auch so frei nicht köpfen, dann muss er ihn vielleicht von mir aus ins rechte Eck machen und nicht ins lange, so, ja. War schon ein bisschen einfach gemacht, ne? Ja, also einmal ganz kurz in Chat, unhaltbar oder ganz klarer Torwartfehler? Ganz klarer Torwartfehler, würde ich sagen, oder? Schreibt mal kurz in Chat. Mies platziert. Roasting Session. Mies platziert, machst du nichts, unhaltbar, unhaltbar, ja. Ja. Der kann überall hingehen, ja. Ist wirklich so, also. Freistehen zum 0:1, 9. Minute. Paderborn führt durch den zentralen Angreifer. Alle auf deiner Seite. Aber was auf jeden veranstaltet Fall. Werder da? Collins nicht angegriffen. Friedel völlig orientierungslos und das erinnert. Ah, der macht den schon gut, Alter. Der macht den schon wirklich gut. Also schön Druck, aber trotzdem auch so ein bisschen abrutschen lassen. Also, das ist schon wirklich ein eiskaltes Finish, weil der ist ja fast am Elfer, Alter. Also, einfach ist der trotzdem nicht. Ja, das einfache in dem Sinne, dass halt einfach komplett ohne Gegnerdruck ist, ne? Der kann sich schon ein bisschen die Zeit nehmen, der hat keinen Stress so am Mann, dass irgendjemand ihn behindert oder so, der ist halt einfach, ja, ziemlich alleingelassen. Ja. Erinnert fatal an die trostlosen Auftritte in der Bundesliga in den letzten Jahren. Markus. Regen einen als Spieler eigentlich auch die Kommentatoren dann auf? Wenn die manchmal so, weil Kommentatoren, ja, durch die Bank können die ja alle selber nichts am Ball. Aber, sagen dann so, ja, das ist der Fehler, das ist schwach, das ist scheiße. Ich meine, ist ja deren Job, aber regt man sich darüber auf oder ist so, oder tut man das so ab nach dem Motto, komm, Alter, es ist halt deren Job, die wissen es, also so, nicht drüber aufregen. Mal so, ne, manchmal, wenn ich mir so Zusammenfassungen, also gar nicht auf mich oder auf Werder bezogen, aber wenn ich mir so Zusammenfassungen angucke, dann denke ich mir manchmal, Alter, unglaublich, was da erzählt wird. Aber ist halt so, ne, man muss auch mit umgehen können, so, es ist halt einfach so, die wenigsten Sportreporter haben selber mal auf dem Niveau Fußball gespielt, können so Situationen auch ganz oft nicht einschätzen und dann, mein Gott, ist halt so, es gehört dazu, manche machen es aber auch ganz gut, finde ich, aber mein Gott. Ja, hier schreibt gerade jemand, oder fragt gerade jemand, Unterschiede, zweite Liga und Ehrendivision. Boah. Halt drauf an, gegen wen du spielst, ne, also du hast halt in der Eredivisie hast du halt Mannschaften, so wie Ajax zum Beispiel, Feyenoord, PSV Eindhoven, die sind halt, die können auch in der deutschen Bundesliga mitspielen. So. Yeah. Die haben einen brutalen Kader, die sind spielerisch auf einem ganz hohen Niveau so, aber du hast halt auch Mannschaften, so wie Zwolle eigentlich auch war oder Waalwijk und sowas, das ist dann schon eher so Zweitliganiveau. Wobei es auch ein anderer Ansatz vom Fußball ist. Ne? In der zweiten Liga hast du ja auch manchmal hier in Deutschland auch ein paar Vereine dabei, die schon übers Körperliche sehr gehen und in Holland ist halt in den allermeisten Fällen so das Spielerische im Vordergrund. So. Okay. Jeder will irgendwie Fußball spielen und die Entwicklung und auch viel mehr junge Spieler. Ja. Die, Fresh Dumbledore, deine Frage lese ich nicht vor, weil das ist, du willst hier Brände legen. Wir sprechen uns nochmal. Was hat er gefragt? Er schreibt dir, freut er sich schon auf die 3 Gegentore gegen Nürnberg? Wann ist Nürnberg? Ist das am Wochenende? Nee, jetzt am Wochenende ist in Ingolstadt. Okay. Und Nürnberg dauert noch ein bisschen. Schon Bock aufs Nordderby nächste Woche. Nächste Woche, ja. Zu Hause gegen HSV. Aber doch nicht. Ist bei euch oder in Hamburg? Bei uns. Boah. Das ist was für ein Datum? Ja, gute Frage. Was haben wir jetzt? 19. Wir haben den 8. 16. 17. kann das sein? Also 17. ist ein Freitag. Dann 18. Der 18. Ich glaube, es ist sogar ein Abendspiel. 20:30. Okay, crazy, Alter. Ich glaube, ich würde dir da eventuell nochmal schreiben, weil, weil Samstagabend, das, also bei uns war damals, natürlich nicht auf eurem Level, bei uns war Samstag, wenn mal Samstagspiel war, dann war das eigentlich auch gleichbedeutend mit, wenn 3 Punkte segeln, dann wir Wasser trinken. Ja, ich glaube, wenn man das Derby gewinnen kann, dann glaube ich, sind wir auch nicht vor 0 Uhr im Bett. Ja. Also ich glaube, ich wasche das Trikot einfach schon mal für den, vielleicht würde ich dafür wirklich mal hochkommen. Ein Ticket wird es ja wahrscheinlich, ich meine, du hast ja selber erzählt, in deiner Mannschaft gibt es ja auch mehrere Leute, die den Cynic auch kennen, ne, und auch mögen, was er macht, ne.
Da sollte ja vielleicht mal so ein Ticket im Stehbereich irgendwie machbar sein. Kriegen wir schon hin, irgendwo kriegen wir dich eingeschleust. Jawohl. Boah, das wäre geil, Alter. Nordderby ist auch mies. Ey, wie ist denn bei euch die Auslastung? Wie viel dürfen denn rein bei euch? Ich glaube, jetzt waren also 50%, glaube ich, durften rein. Ich weiß noch nicht genau, ob beim letzten Spiel oder das vorletzte, ich glaube, das erste Heimspiel haben sie dann nicht so viel zugelassen, obwohl es okay Okay. gewesen wäre, aber ich glaube, jetzt so um die Hälfte einfach so. Ja, hier schreibt gerade jemand 20, ein, 22.000. ja, schreiben die auch gerade hier. Natinho ist anscheinend ein Hardcore-Fan. 21.000, ja. Ja. Aus Anfang natürlich bedient, Werder strapaziert wieder mal die Nerven der Fans. Bremen durch den Rückstand verunsichert. Dazu die chronische Heimschwäche. Den letzten Sieg im Weserstadion gab es am 26. Februar gegen Frankfurt. Nächster Paderborner Angriff. Michel. Platte, Friedel rutscht aus, 0-2. Tor. So, und da ist natürlich Angriff jetzt, Michel, kennst du ja den Klassiker? Platte, Friedel. Patsch. So. Theoretisch Torwartecke. Theoretisch, ja. Stehst du da goldrichtig? Ja, für die erste Bewegung würde ich sagen schon, ne? Wir haben es ja auch analysiert, aber bei so einem Abschluss relativ. Ja, auch unbehindert, weil Marco vorbeirutscht, ist natürlich, was da jetzt eine Torwartecke und was nicht, ne? Klar, ja, ist Aber natürlich ist. schwierig zu. Wir analysieren das immer so aus Torwarttrainersicht und aus Torwartsicht, was man so Stellungsspiel und sowas. Und das ist nicht immer so, dass man sagt, Torwartecke, gibt es da jetzt in der Situation eine Torwartecke? In welchem Winkel steht man zum Ball? Okay. Man muss ja auch die Situation sehen davor, wenn er den einfach gerade mit annimmt quasi, dann ist Marco da, Marco rutscht ein bisschen vorbei. So, ich sehe den Ball fast, ja, wahrscheinlich Ja. dann ein, zwei Sekunden nicht, weil Marco genau in dem Ballfenster von mir, wo ich ihn sehen kann, reinrutscht so. Das ist immer, ja. Ja, aber das ist interessant, Alter, weil das ist ja einfach ein Klassiker, sag ich mal so von früher. Also ins Torwarteck darf der nicht. Aber interessant zu hören, dass man auch mittlerweile so weit ist und sagt, ja, Digga, bei manchen Situationen gibt es halt keine Torwartecke. Ich zum Beispiel als Nicht-Profi würde jetzt sagen, also Minimum musst du einen Step nach links machen, damit der halt nicht in die Torwartecke geht. Und aber das wäre auch eigentlich dumm, weil dann geht er ins lange Eck, aber du hast dann halt gefühlt nur weniger Schuld, aber du willst ja einfach den Ball halten, egal wohin der schießt, aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, ey. Ich meine, das geht auch alles so fix, ne? Das ist wirklich anormal. Aber Ja. ja, also gut siehst du dann nicht aus, aber ihr habt auf jeden Fall dann da rausgefunden nach dem Motto, ey, was sollst du da machen? Stehst du einen Meter weiter links, zimmert er den ins lange Eck, obwohl er guckt ja auch gar nicht auf den. Kann man da, ist das jetzt von den Gedanken her, das ist ganz klar, das wäre unmenschlich, glaube ich auch. Wenn du da jetzt in der Situation denken würdest, okay, langes Eck kann der theoretisch nicht schießen, weil der Abwehrspieler noch vor dem liegt. Das ist zu Aber schnell. ich finde immer, ja, sowas ist immer so schwer, weil wenn du jetzt so ein Standbild zeigst, dann sagst du natürlich, ja gut, wo soll er jetzt hinschießen? Natürlich schießt er Ja, jetzt von mir aus klar. links, wenn ich da weiter links stehe, dann schießt er ins lange Eck und so, aber in Echtzeit, wenn du diese Szene ja nochmal abspielst, in Echtzeit ist da nicht so viel Zeit, um wirklich nachzudenken. So, da hast du so einen Automatismus drin, dass du sagst, okay, wenn der Ball so liegt, wenn er so zur Schussposition kommt und so, dann kann er dahin, dahin, aber Ja. ja. So Situationen sind so enorm schnell, und da reicht ja auch schon, so wie ich es gesagt habe, dass Marco dir da vielleicht eine Sekunde, anderthalb Die Sekunden, Sicht versperrt. die Sicht versperrt oder dass du den Ball nicht siehst, der Ball könnte ja von meiner Wahrnehmung auch ein bisschen weiter links liegen, zum Beispiel, Safe. dann stehe ich vielleicht War wieder ja richtig, vorher so so, das war ist ja kurz so, vorher so, ja. das ist immer so schwer, über Standbilder kannst du Situationen eigentlich nicht aufklären, weil Ja. es immer Wir gucken das einfach nochmal in mega Echtzeit. Also schwer das ist. Einzige, was man dann, glaube ich, als Torwarttrainer sagen kann, ist, was wahrscheinlich auch richtig gemacht, das ist diese kurzen Trippelschritte links, rechts und dass du dann agil bleibst und dann irgendwie nur noch reagieren kannst. Ne? Also wenn er jetzt, dass du nicht Ja. flachfüßig stehst quasi, sondern halt immer auf den Zehen spielst und dann halt diese Trippelschritte machst, diese seitwärtigen, oder? Ja, wenn ich so ein bisschen früher sehe, vielleicht, dass er einen Ball mit nach rechts mitnimmt und nicht quasi vor sich liegen hat, Ja. ja, dann kann ich vielleicht schon so einen Ticken weiter links rüber gehen, dann kriege ich vielleicht irgendwie eine Hand hin oder so, aber schon schwer, Wir ne? gucken das nochmal in Echtzeit. 6. Februar gegen Frankfurt. Nächster Paderborner Angriff. Michel. Platte. Friedel rutscht aus. 0-2. Tore Ah, schießen. der trifft den auch satt. Ja, das ist ein fieses Ding, Alter. Leicht Mit ein gemacht. bisschen Glück halte ich den, Doppelpack habe von ich auch in der Felix Analyse Platte. dann gesagt und so. Ich bin auch immer, ja,
mein größter Kritiker auch irgendwo. Ich sage dann selber immer von mir, dass ich so Dinge auch halten will und im nächsten Spiel dann am besten auch halt, aber Ja. sowas, Ist immer voll ja, interessant kommt auch dann mit so. Erfahrung, ne? Ja, ist immer, kennst du ja so Fans wie wir sind dann da so, Neuer hätte ihn gehabt. So, ne? Aber du weißt, genau, ich meine nur, das ist ja voll schnell gesagt von uns Laien, weißt du? Und Ja. man kann es ja leider nicht reproduzieren, so. Aber ja, man kann sich halt nur irgendwelche Ausschnitte angucken, wo halt ähnliche Situationen da waren, aber man kann es ja im Endeffekt nicht sagen, weil ich glaube ja schon, von der absoluten Weltklasse bei Neuer, also aller Zeiten, ich glaube, Reaktionsschnelligkeit und auch Intuition sind da einfach, glaube ich, nochmal auf einem anderen Level wahrscheinlich auch, oder? Das kannst du ja wahrscheinlich am besten beurteilen. Ja, was auf jeden Fall auf einem anderen Level ist, einfach wenn du so viel Spiele auf so einem hohen Niveau gemacht hast, dann hast du einfach ganz viel Erfahrung in ganz vielen Situationen und Okay. kannst vielleicht schon sowas wie das jetzt, siehst du vielleicht im Ansatz schon ein bisschen besser oder hast vielleicht so ein bisschen mehr das Gefühl, ah, der könnte eventuell eher nach links schießen oder eher nach rechts oder vielleicht kennst du auch Stürmer, weil du schon 8-mal gegen den gespielt hast und weißt, okay, Ja. sein erster Kontakt ist vielleicht eher auf und so. Das sind alles Sachen, die kommen halt mit der Zeit, ne? Das ist immer, ja. Aber ich kenne es ja selber. Ich habe auch ein paar Freunde und auch im Bekanntenkreis, die sagen: Ja, gut, Neuer hätte ihn gehalten und so, als Ja. Spaß natürlich. Aber ja, ist mir schon, ich bin mir auch dessen bewusst, dass es ganz viele Leute gibt, die halt einfach sich nicht so sehr damit auseinandersetzen oder nur so Bilder sehen und dann sagen: Ja, gut, Neuer hätte ihn gehalten und der hätte ihn gehalten und was macht der da und so. Aber Ja. gehört Und genauso dazu wie alles andere. aber ist es denn vom, ich meine, du hast ja jetzt, das ist ja jetzt, das sind ja jetzt deine ersten Spiele im deutschen Profifußball, ne? Hast du es dir denn, wie hast du es dir denn vorgestellt? Ist das doch nochmal ein anderes Tempo, als du dir vorgestellt hast? Hast du dir vielleicht ein bisschen rustikaler, ein bisschen geordneter, ein bisschen einfacher, ein bisschen schwerer vorgestellt, wie diese ersten 6 Spiele als Nummer 1? Was ist da so das Fazit nach dem Motto, was habe ich vorher gedacht und wie ist es jetzt in Wirklichkeit? Boah. Also, ich habe es mir jetzt nicht irgendwie groß anders vorgestellt oder so. Der Druck ist dann schon ein bisschen größer, wenn man dann Ja. wirklich so spielt und wenn man auch so Spiele angeht und so. Das Ist ist halt dann auch schon Werder ein bisschen Bremen mehr halt. als, ja, man merkt natürlich auch, ne, das Umfeld und so ist halt schon so. Jetzt aus der Bundesliga abgestiegen, dann willst du natürlich schon einfach oder alle drumherum wollen natürlich, dass es sofort jetzt wieder nach oben geht und dass wir in der Ja. zweiten Liga jedes Spiel gewinnen, weil wir sind ja Werder Bremen. Wir müssen in jedem Spiel alles immer gewinnen und dann steigen wir am Ende der Saison wieder auf. So, aber so Ja, einfach ist klar. es halt auch einfach nicht. Nee, Ne? nee. Ich meine, das beste Beispiel dafür ist ja auch der HSV. Die sind auch Ja. abgestiegen mit wahrscheinlich noch einem krasseren Umfeld, als es wir hier haben. Und ja, es ist halt einfach nicht so einfach in der Liga da, sich so schnell wieder rauszukämpfen. So. Deswegen, also ich glaube, der Druck ist ein bisschen größer. Das ist vielleicht so der größte Unterschied. Aber sonst, ja, ist jetzt Ja. nicht besonders. Nicht so viel schneller, als ich es mir irgendwie vorgestellt habe oder so. Ja, du hast ja auch mal, als wir mal kurz Voice Messages hinterhergeschickt haben, hast du ja auch mal erzählt, dass schon dann dieses erste Mal wirklich jetzt als Nummer 1 im eigenen Stadion auf dem Platz stehen, dass das dann nochmal, das ist Gänsehaut. Das ist halt nicht, das kannst du halt nicht Ja. vordenken oder vorfühlen, sondern das spürst halt in dem Moment, ne? Und glaube ich, damit kommt dann natürlich auch klar dieser Druck und dieses Versuchen cool zu bleiben. Ey, einfach nur geil. Also ich bin voll froh, dass wir alle teilhaben dürfen, einfach an einer Profikarriere. Das ist so schön. Paderborn Ja, vor also geil, ne, Werder. dass ich nicht jetzt komme, wo ich sowas schon alles durchlebt habe, sondern auch ja vorher, wenn man sich so Streams dann ja gibt von früher oder von Voll. Zwolle-Zeiten, Ey. wo wir dann so drüber Wir geredet haben haben, wie es gemunkelt, wäre mit klar. Bremen und so. Und jetzt ist es so der Fall, das ist Ja, schon witzig, ja. wir haben wirklich alle hier so, auch wenn du manchmal nicht da warst, war so, ey, Werder muss, ey, wenn das Beste wäre, wenn Werder absteigt, jetzt hätte die dann die Nummer 1 wird und die dann wieder aufsteigen und der dann im Kader ist und so. Ja, und jetzt ist einfach, jetzt ist das erstmal so in der Mache. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich mach mal hier weiter. Ja. Nach Strich und Faden vor. Michel bedient den nicht abseits stehenden Platte und der macht das ganz clever. Auch hier sieht der stürzende Friedel wieder schlecht aus. Werder Stehung auch ein Zufallsprodukt. Markus Anfang muss mit den Spielern leben, die er hat und das reicht ganz offensichtlich nicht. Nächstes Beispiel, der lange Ball von Huth auf Michel. Das ist ein crazy Fehler, Alter. Ich will sowas kann ich zum Beispiel, da kann ich auch sagen, ohne Spaß, der flattert nicht, der ist ewig lang unterwegs. Ich meine, du kannst natürlich jetzt keine Mannschaftskollegen unter den Bus werfen, deswegen mache ich das jetzt für dich. Aber der ist ewig lang unterwegs, der flattert nicht und den gar nicht zu berühren, ist schon Offensichtlich wirklich crazy und du brauchst auch nichts dazu sagen nicht. jetzt. Nächstes Beispiel, der lange Ball von Huth. So.
Also auch wieder da. Auf Michel. Achtung. Zetterer hat ihn. Denkste. Michel. 0:3. Die bislang. Okay. Man muss natürlich auch sagen, Paderborn hatte in dem Spiel ja auch wirklich. Er war ein Sahnetag, ne? Also, dass er den mit Außenriss. Der Kollege hier, Michel, ne, der hat. Der hat, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht. Das war schon. Platte auch überragend, Alter. Ja, die haben da schon gut aufgedribbelt, ja. Aber ich lasse jetzt nochmal ganz kurz laufen. Von Hut auf Michel. Achtung, Zetterer hat ihn. Denkste, Michel, 0:3. Zetterer so. Ist das Beispiel. Jetzt noch mal der lange Ball von Hut auf Michel. Achtung. So, stopp. Der steht vor dir. Weltklasse-Stürmer, keine Ahnung, hat man schon mal von Ronaldinho oder so gesehen. Oder Messi, die machen den dann flach, aber kein normaler Stürmer macht das. Also klar, dass er lupft, klar, dass du springst. So. Ja. Aber auf so eine kurze. Ich habe ein bisschen darauf gewartet, ne, dass er, ja. Dass er so wie er zum Ball geht, weil du siehst ja, ob er ihn in der Luft berühren will oder wartet, bis er quasi vom Boden aus wegschießen kann. Ja. Da hat er so ein bisschen in der Luft genommen, deswegen waren wir dann schon ein bisschen klar, dass er ihn lupfen will. Bis ja. Da, und dann sagt der Reporter einfach, Zetterer hat ihn. So. Dicker, das sind 1,5 Meter und der Ball ist gerade nach der wie willst du den denn fangen kannst du den ja gar nicht. Aber das ist ja das Thema, so ein Reporter, der war noch nie, das ist ja auch gar nicht als Vorwurf gemeint, aber so ein Reporter war ja nie Torwart und nie in so einer Situation, also du weißt ja, ich kann auch, da kann man jetzt auch nicht sagen, der Neue hätte den ja festgehalten, weil so einen Ball kannst nee. Du in den allermeisten Fällen halt nicht festhalten, deswegen, aber mein Gott. Ja. Und das ist einfach nur ärgerlich, dass du da eigentlich alles richtig machst. Und Zetterer hat ihn. Denkste. Ja, ist halt bitter, dass der Ball so ein bisschen genau wieder vorhin hinfällt. Das ist ein bisschen. Und dass der auch die Geistesgegenwart hat, dann einfach den Haken macht und den dann einfach mit einem linken Außenriss im Giebel, Alter. Willst du mich verarschen, ey? Das war wirklich scheiße, Mann. Michel, 0:3. In so einer Situation dann nach dem Lupfer und so, das ist dann auch ein bisschen Glück, dass der Ball zu ihm kommt und so. Aber was er danach macht, ist halt auch einfach gut gelöst. Dann muss man. Ja. Muss man halt anerkennen. Bitte. Die bislang sieglosen Paderborner feixen sich eins. Werder Bremen als idealer Aufbaugegner. Eggestein rutscht zunächst aus und stellt dann den Betrieb ein. Guck mal, da sagt der einfach, der rutscht aus. Wer sagt der rutscht aus? Guck mal, der sagt einfach, Eggestein rutscht aus. Zunächst. So, und wo rutscht, also. Vor allem, das ist ja nicht. Sag hat der Reporter das gesagt? Der Reporter sagt, Eggestein rutscht aus. Ja, ist ja nicht mal, also, aber da siehst du ja, ist ja nicht mal Eggestein in der Situation und der rutscht ja nicht aus. Also aus. Und stellt aber dann da dreht man den sich Betrieb im Kreis. Also, etc. patzt und Michel das macht das nicht, dann aber auch richtig gut. Werder hingegen auf allen Ebenen in besorgniserregendem Zustand. Paderborn. Getreten von Rechtsfuß Schuster. Schallenberg rauscht heran, Tor! Ja, was haben die da für einen Sahnetag, Alter? Ich schwöre, da segelt alles in Giebel rein, aus allen Richtungen, ey. Ja, das war echt, wir haben es ihnen zwar auch sehr leicht gemacht, muss man auch sagen, aber ja. Da hat schon ganz viel geklappt bei dem, weil sonst wäre das auch nicht, sonst hätten die auch keine 4 gemacht. Ja. Und der ist dann natürlich dann auch unhaltbar, ne? Und dann ist, bist du nach so einem Spiel, bist du dann, bist du so down oder bist du sauer? Ja, kommt immer drauf an, wenn ich jetzt selber einen Fehler gemacht habe, dann bin ich schon eher so auch so ein bisschen down, so dass man sich so viele Gedanken macht, hätte ich es besser machen können, dann überdenkt man auch ganz viele Szenen nochmal. In dem Spiel habe ich da sogar noch ein, zwei sogar gehalten auch, und bei den Toren war ich jetzt nicht irgendwie krass schuld, sodass ich sage, irgendwie einer ist so ein klarer Torwartfehler gewesen, was man dann so in der Videoanalyse dann feststellt, was man besser machen kann, ist ja das eine, aber da war jetzt nicht so ein krasser Patzer dabei. Deswegen bin ich dann eher so sauer, dass wir so ein Spiel so hergeben und das so wenig geklappt hat, dass wir Gegentore so leicht bekommen. So, da bin ich eher so auf die Situation sauer, aber bin jetzt nicht irgendwie so eine ganze Woche so mega mental angeknackst oder so, weil das. Ich glaube, das ist dann auch falsch. Ja, natürlich ist das falsch. Ey, sag mir mal ganz kurz, das haben bestimmt ein paar Leute noch nicht gesehen, war es im ersten oder im zweiten Spiel, wo du den Zetinho rausholst da an der Das war direkt im ersten. Gegen wen?
Hannover? Gegen Hannover. Ja, ja, das müssen wir den Leuten einmal, dass die auch wissen, wen wir hier überhaupt zu Gast haben. Nach der Roasting-Session auch mal was Gutes sagen. Nein, ist keine. Das war auch. Beginnen mutig. Ich kann auch, ich weiß, also ich habe es nach dem Spiel irgendwie so ja erklärt, warum ich das gemacht habe und wie ich da so hingekommen bin, aber um ganz ehrlich zu sein, das war, ja, wenn du jemandem erzählst, es war mein Debüt nach so vielen Jahren und das war ja auch sehr emotional alles und so und das, ich weiß auch nicht, warum einfach, ich das gemacht habe. Einfach abgewichst. Das war einfach, aber einfach, weil du es ja auch, weil du, das ist ja in deinem Repertoire, in deinem natürlichen. Ich meine, du bist ja, ja du kannst auch einfach, so, du kannst einfach krass denken, Fußball so spielen, ey. Ja, das, sowas planst du ja auch nicht. Also wenn du sowas planst, dann klappt es ja nicht. Ja. In den meisten Fällen, glaube ich, aber ja. So, keine Ahnung. Ich zeig den Leuten jetzt mal hier die beste Szene vom Spiel Werder Bremen gegen Hannover 96. Sollte anfangs Team Selbstvertrauen bringen, doch davon ist nur kurz etwas. So, ich will nur vorher schon mal sagen, ihr könnt alle gerne mal ein großgeschriebenes Olé in den Chat schreiben für folgende Szene. Zu spüren. Werder Michael Zetterer bei seinem ersten Einsatz mutig leitet den nächsten Angriff ein. Machen die davon nochmal eine Wiederholung? Auf Osako. Ich weiß, keine Ahnung. Auf Schmidt leitet den nächsten Angriff. Selbstvertrauen. Das Geilste wäre gewesen, wenn wir jetzt da ein Tor geschossen hätten, ne? Ja, es ist einfach, es ist. So, ich guck mal hier, dass ich das nochmal in langsam, weil die Zeit müssen wir uns nehmen. So. Hier schreibt einer, der Stürmer rutscht in die nächste Saison. Doch davon ist nur so kurz etwas. Also, du guckst. Theoretisch hättest du ja auch unten hier den Rechtsverteidiger irgendwie lang. Aber vielleicht hat der einen im Rücken gehabt. Ich weiß es nicht. Der andere am 16er, der ist zugestellt. Der geht nicht. Ja, eigentlich geht die Situation ja los, dass ich der Rückpass war natürlich auch nicht so geil, weil der irgendwie ja hochkommt, aber ich nehme den ja scheiße mit, ne, muss man ja auch sagen. Ja, also der geht ja viel zu weit nach außen. Quasi recht. Ja, das ist gar nicht das Problem, aber ich nehme den einfach nach hinten mit. Das heißt, um jetzt einen gezielten langen Ball zu spielen, da muss ich irgendwie um den Ball rumlaufen, keine Ahnung. Doch davon ist ja cool. Also ja, ich bringe mich irgendwie selber dahin. So. So, und da ist dir ja schon klar, in der Sekunde, okay, den zieh ich durch die Beine. So, dass der nee, da ja. War es, glaube ich, gar nicht. Da noch nicht. Jetzt in der ja, Situation. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr spät entschieden habe, weil ich dachte mir erst, okay, ich mache den jetzt einfach klar weg. So einfach. Ja. Wenn er im Feld bleibt, cool. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm, weil ich einfach ja auf Nummer sicher gehen wollte. Aber dann habe ich so im letzten Moment gesehen, dass der Stürmer halt mega schnell ankommt und es war ja nass. Man sieht ja auch, dass es geregnet hat. Und dann ja dachte ich mir, okay, wie soll der jetzt abstoppen? So. Ja, und dann einfach, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Und dann geschah Folgendes. Guck mal, wie der Seele rutscht komplett in die Bande rein. Gar nichts blockst du. Patsch. Ja, das Keeper Michael Zetterer. Junge. Und was das Allergeilste ist, für mich als Feinschmecker, scheiß schäbiger Rückpass, auch nicht gut verarbeitet von dir. Du ziehst den mit und führst den dann einfach mit dem anderen Fuß. Das ist die ganz kranke Scheiße. Weil jeder normale Keeper, Alter, der guckt erstmal, dass der den Ball wieder mit seinem starken Fuß berührt. Und wenn wir hier nochmal ganz genau drauf gucken, da ziehst du den zurück. So. Was du analysierst, das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Ja, und da normalerweise machst du noch einen Zwischenschritt und nimmst ihn dann mit dem rechten Außenriss, auch wenn der jetzt ein bisschen außen liegt, aber lieber auf Nummer sicher. Und du, Alter, mit deinen Skills machst einfach, führst den einfach mit links. So. Ja. Patsch. Bei seinem ersten Einsatz mutig. Und mit dem schwachen Fuß dann nochmal um die. Leitet den. Ja, ich habe so überlegt, was. Natürlich eher, wir sind ja schon so ein bisschen, wir wollen ja Fußball spielen, aber in der ja Situation dachte ich mir dann, ja, lieber nicht. und dann irgendwie klar auf unseren Stürmer so. Ja, aber wie, also der Ansatz ist schon so, also der Anfang versucht schon so, euch dahin zu kriegen, dass ihr alles spielerisch löst. Ja, guck mal, das. Das Thema ist halt bei uns, dass wir in den letzten paar Jahren ja immer gegen Abstieg gespielt haben in der Bundesliga. Das heißt, du warst auch in jedem Spiel irgendwo der Außenseiter in den allermeisten Spielen und hattest auch in den allermeisten Spielen nicht so viel Ballbesitz wie der Gegner. Das heißt, du hast einfach wenig mit dem Ball gemacht und immer der Fokus war immer gegen den Ball, ja, was passiert, wo können wir den Ball erobern und so. Und das ist halt jetzt ein bisschen anders, weil wir sind halt einfach
in jedem Spiel, wahrscheinlich sogar gegen den HSV, einfach Favorit, weil wir einfach ja die teuerste Mannschaft irgendwie haben, habe ich jetzt auch gelesen. Und einfach, ihr habt den teuersten Kader, oder was? Ja, ich glaube, nur die Marktwert-Tabelle sind wir, glaube ich, dann der teuerste Kader. Krass. Ja, und wir haben natürlich auch extrem viel Qualität im Kader, ne? Wenn man mal die Namen durchgeht, dann, ja, dann ist es schon für die zweite Liga super, ne? Hier schreibt noch einer, und jüngster Kader auch. Ja. Stimmt das? Ja, ne, ich glaube sogar, der HSV ist noch ein bisschen jünger, aber wir sind auf jeden Fall auch ganz, ganz weit unten. Krass. Hier sind ein paar Bremen-Fans am Start. Hier steht so, mit 12 Millionen Vorsprung vor Schalke seid ihr der teuerste Kader. Krass. Da schreibt noch jemand, unsere Defense, also Onkel Olli, denke ich mal, ist ein Bremer, unsere Defense ist teurer als 12 Mannschaften in der zweiten Liga. Krass. Ja gut, wir haben natürlich auch in der Verteidigung ist halt auch die Besetzung schon ziemlich hoch. Also das ist schon krass. Also ich glaube, ja, es hat sich auch defensiv jetzt nicht so viel getan. Wir hatten da relativ wenig Abgänge und dafür auch Lasse Mai zum Beispiel dazu bekommen. Toni als Linksverteidiger, jetzt Mitch Weiser als Rechtsverteidiger. Also ich glaube, defensiv sind wir schon von den Spielern sehr gut aufgestellt. Ja, ich gucke gerade mal hier auf den Transfermarkt. Ja, ich sage jetzt mal doof gesagt, die eigentliche, also die ehemalige Nummer 1, möchte ich sagen, ist wirklich euer teuerster Spieler auch, ne? Krass. Ja, gut, das Problem ist halt immer, dass ich weil Transfermarkt guckst ja wahrscheinlich, da ist halt auch. Nee, Marco Friede das ist sind halt berechnete Daten so. Am Ende ist halt immer die ja, Nachfrage entscheidend. Ne? Wenn du Nachfrage hast und kannst einen für 5 Millionen verkaufen, dann hat er wahrscheinlich den Marktwert. Aber ja, da kann auch 5, 6 Millionen drinstehen und wenn es keiner bezahlt, dann ist er ja anscheinend nicht so viel wert. Also weise Worte. Auch weise immer mit Vorsicht zu genießen, sowas. Ja. Ich bin ja gar nicht so ein Kaderfuchs, deswegen ich sehe jetzt das erste Mal auch den. Kompletten jetzt auch so. Ist denn dein Marktwert gestiegen, seit du die Nummer 1 bist? Weißt du das? Beschäftigst du damit überhaupt? Null, also wirklich 0,0. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was auf Transfermarkt steht. 800.000 steht da. Ja, dann. Muss er schmunzeln. Ja, muss er schmunzeln. Ja, weil ich aus guter Quelle weiß, dass ja, ein höheres Angebot nicht genug war. Also. Okay. Ja, deswegen, guck mal, das ist ja auch, ich glaube, das sind ja alles berechnete Daten und so und das ist ja nicht entscheidend, ne? Wenn ja, da jetzt 5 Millionen steht, aber du findest keinen Abnehmer, der dich 5 Millionen kauft, dann bist du es ja nicht wert. Safe. In der Fußballwelt. Ja. Aber. Füllkrug 4. Ja, eben, aber genau, Fanfragen machen wir gleich in 5 Minuten noch. Wie ist denn mit der Situation momentan? Also, Ist der Pavlas, ist der wieder fit? Stand das auch zur Debatte, ob der eventuell noch auf letzte Minute noch irgendwie verkauft wird? Stand das irgendwie im Raum? Ja, Mann. Also ich weiß natürlich auch nicht immer alles so. Ich lese ja auch dann irgendwie viel oder bekomme viel zugeschickt und so. Ob das dann stimmt, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Pavlas war immer ein Verkaufskandidat, so, weil er halt einfach einen hohen Marktwert hat und ja auch ordentlich gespielt hat die letzten Jahre. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er verkauft werden sollte oder nicht. Das kann ich jetzt auch nicht beantworten, aber ja. Ist natürlich auch spannend jetzt. Also er ist auf jeden Fall fit. Er hat jetzt ja auch das letzte Testspiel gemacht in der Länderspielpause. Ist jetzt auch schon wieder 3-4 Wochen im Training und jetzt. Krass, ja, okay. Ist ja gerade so ein bisschen die Frage, was passiert so jetzt gegen Ende der Woche, soll ja auch eine Entscheidung getroffen werden und so. Und ja. Aber also wenn ich es wüsste, würde ich sagen, aber ist du kennst das mich mittlerweile, spannend, also, Alter. Ist das spannend. Das heißt, wir auf jeden Fall hier. Wir sind jetzt über 6.000 Leute, denke ich mal, drücken dir auf jeden Fall alle die Daumen, dass da am Freitag, ist das dann so, also ich kenne das noch von früher, dass es so ist, A11 gegen B11 und dann weißt du, wer spielt und wer nicht, oder werden da Gespräche vorher geführt, meinst du? Es kann natürlich so kommen, dass im Training man es irgendwie sieht, so wer wo spielt, aber ich glaube schon, dass es ja, morgen oder Freitag vorm Training dann irgendwie ein Gespräch gibt und dann wird es einem gesagt. Boah, das wäre natürlich das wäre natürlich auf jeden Fall ein Fund, wenn er dann am Wochenende im Tor steht. Auch schon, jetzt nicht richtungsweisend, aber es wäre schon ein crazy, crazy Statement auf jeden Fall und krasse Props für deine bisherigen Leistungen, wenn die sagen, okay, die eigentliche Nummer 1 ist fit, aber du spielst trotzdem. Das wäre natürlich krass, Alter. Aber da bist du ja gerade in der überkrassen Phase. Ne? Vor allen Dingen, wenn du ja jeden Tag, habt ihr auch zweimal Training am Tag?
Komfort, ja. Jetzt die Woche war es nicht so, weil wir jetzt quasi eine lange Woche hatten, also keinen freien Tag in der Woche, weil wir in der Länderspielpause ein paar Tage frei hatten. Deswegen haben wir jetzt die ganze Woche nur einmal am Tag trainiert, aber sonst ja, schon manchmal zweimal. Ja, das heißt ja, jedes Training ist maximaler Fokus, ne? Bei jeder Übung, bei jedem Spiel. Das ist so Ja. eine geil, Alter. Über das. Ja, du hast ja erzählt, ihr habt ein paar Tage frei gehabt, warst ja hier mit Frau in Paris, ne? Hast du dir ein Messi-Trikot Genau. besorgt? Hast du irgendwas von Messi da mitbekommen, so werbungmäßig oder so? Ja. Ja? Krass, krass. Also wenn du vom Flughafen quasi, das ist ja ein bisschen außerhalb, nach Paris reinfährst, da sind, keine Ahnung, Alter, 200 auf 500 Meter Werbebanner mit seinem Gesicht drauf und so. Also Krass, Alter. schon, man merkt schon, dass in der Stadt ganz schön was los ist. Ja, So. ey, Ist halt auch krass, ne? ja, wie fandst wie was hast du für, also für mich war das, glaube ich, so in meiner Fußball-Fan-Laufbahn aktiv wahrgenommen, war das, glaube ich, der krasseste Wechsel, den ich jemals erlebt habe, glaube ich. Also so vom Verblüffungsfaktor her und dieses, okay, das ist jetzt fix, aber ich kann das nicht glauben, als ob der jetzt dieses Trikot trägt, als ob der da jetzt spielt und so. Das ist ja, hast du das auch gehabt oder war so, Ja, okay, safe, safe. das ist krank, Der, ne? das ist der beste Spieler der Welt, Mann. Das ist nicht ein Transfer auch, keine Ahnung, Neymar für 200 Millionen irgendwo hin, sondern das ist einfach Messi, ne? Ja. Und mit Messi, vor allem Barcelona und so, mit der PK, die er noch gegeben hat unter Tränen und so, das ist krass, ne? Ich fand es ein bisschen schade, dass das dann so nach der PK so schnell bekannt gegeben worden ist, dass er da hingeht. Das hat dem Ganzen so ein bisschen was weggenommen, Ja, ein bisschen finde Spannung. ich. Aber krass, ne? Also, keine Ahnung, ich glaube, ich habe das letzte Mal so eine Mannschaft oder so einen Kader gehabt auf der PlayStation, wie Ja, Paris jetzt hat, natürlich. ne? Das ist Ja. verrückt so. Da ist der Ronaldo-Wechsel, der war auch krass, aber der ist einfach untergegangen so ein bisschen. Natürlich jetzt auf dem Level gesprochen, das ist ja nicht untergegangen, das war auch crazy und da haben auch Rekorde gebrochen bei Twitter und hast nicht gesehen, auch Trikotverkäufe, Ja. aber der Messi-Wechsel ist halt nochmal ein bisschen drüber, gerade aber auch wegen seiner Barca-Historie, ne? Ja. Und ja, also irgendwie, aber irgendwie sieht das einfach falsch aus in diesem Trikot, ne? Diese Nummer und dieses Trikot, Also das. ungewohnt einfach, so ungewohnt Ja. einfach. Man kann sich das, also ich habe mir dann die Zusammenfassung vom ersten Spiel angeguckt, wo er reingekommen ist und so. Das ist einfach, ja, wie, man versteht es noch gar nicht, so dass der jetzt nicht mehr für Barca spielt, so voll, keine Ja, Ahnung, voll also komisch. ich bin da auch echt, also diese Champions League-Saison, da bin ich aber todeshyped, weil die, Ja, also Hammer. du hast ja, abgesehen von Manchester, also Manchester sicher sich als Top-Favorit oder so, aber man will halt wissen, was der Cristiano da macht. Und wenn der, hat ja Lukaku auch gesagt, ne, da ist einfach ein Typ, der ist weit über 30 und zerschießt einfach in der besten Liga, so fast der, also sagt man ja so, der besten defensiven Liga der Welt, macht er da jedes Mal so, Mitte 20 bis Anfang 30 Tore und kommt jetzt in die Premier League und das ist so der ultimative Test, weil das Tempo natürlich nochmal ein ganz anderes ist, ne? Schon klar, also ich bin auch jetzt Champions League, glaube ich, dieses Jahr wird schon enorm krass, weil einfach Paris mit einer Mannschaft, Manu mit einer Mannschaft, City, aber auch, ich finde, Bayern hat auch eine krasse Mannschaft, so wenn die Liverpool so sowieso. das so auf den Platz kriegen, sind die auch krass. Liverpool sowieso, Chelsea einfach auch heftig. Ja. Also Arsenal hat auch mega viel Geld ausgegeben. Alter, die sind, Ja, ey, das ist ohne schon, Spaß. ja, das ist echt. Arsenal ist momentan so der europäische Fußball-Joke auf jeden Fall. Weil was Ist heftig, die. ne? Wenn die so viel Geld ausgeben und dann Ey. läuft es noch nicht so, aber ich sag, gebt dir ein bisschen Zeit, weil sowas ist echt jetzt klar, das sagt man immer so, gebt den Jungs ein bisschen Zeit, um sich zu finden und so, aber es ist wirklich so, man braucht einfach ein bisschen Zeit, wenn viele neue kommen. Aber ich Ja. habe so das Gefühl, wenn bei denen so einmal so der Knoten platzt, das ist auch eine krasse Mannschaft einfach, die sind krass besetzt, so. Das Ja, ist heftig. also ich bin einfach mal auch, also einfach so, ja, das ist ja, PSG kommt einem wie so ein Experiment vor, weil wenn die dann wirklich so jetzt, also ich gehe davon aus, dass sie die Gruppenphase locker überstehen, Halbfinale, also Viertelfinale und wenn du dann weißt du ja, okay, die besten Spieler spielen, alle von Anfang an, alle sind maximal fokussiert und wie dann die drei vorne harmonieren, also man könnte dann ja wirklich so Sachen sehen, die man noch nie im Fußball theoretisch gesehen hat, wenn du nur die Skills siehst, vor allem wen machst du denn zu? Du hast den so quasi den schnellsten Spieler, den trickreichsten Spieler und den besten Spieler. Ja, was machst du jetzt? Und dann spielen die Doppelpässe oder der eine. Boah, das ist unvorstellbar, was Aber da, ich glaube bin ich. auch, sagen wir mal, Gruppenphase werden die ja hoffentlich überstehen, weil das Ja. ist alles andere wäre Wahnsinn. Aber es kommt auch ein bisschen auf
auf die Auslosung dann an, ne? Achtelfinale, Viertelfinale, da kann es schon ein paar Begegnungen geben, die haben es schon in sich, ne? Das ist dann auch für Paris, auch wenn die so einen krassen Kader haben, nicht einfach so, okay, Ja. wir machen das. Also es Also, wird heftig. ich sag auch mal, wenn die mit dem Kader, also mit der Startelf, wenn keiner krasser Spieler verletzt ist, wenn die Damen nicht die Champions League gewinnen, dann ist wirklich so, also das ist so, okay, was willst du? Dann ist der endgültige Beweis, dass wirklich, also dann kannst du, dann ist, Mann, Fußball ist Tagesgeschäft, so Phrasenschwein, dann ist so, da kannst du dir mit Geld auch keine Champions League kaufen, wenn die mit der Truppe das nicht holen. Ja, vor allem, also welchen Spieler willst du denn da noch dazu holen, der die Mannschaft irgendwie krass besser macht? Weil die sind ja auf jeder Position schon so hoch besetzt, einfach, dass du ja, Ja. echt, also keine Ahnung. Natürlich gibt es immer wieder ein paar Spieler, die würden noch helfen, aber Digga, das ist schon. Ja, die erste Elf ist auf jeden Fall böse. Und übelst böse Ja. für Navas, du auch als Torwart gerade. Der spielt ja nicht nur eine Saison geil, sondern der ist ja so, der spielt seit Jahren auf so einem krassen Level und gewinnt und gewinnt und gewinnt. Und dann setzen die dem einfach einen Typen vor die Nase. Das ist ja, also wird, der muss sich ja auch denken, der Aber wollte mich. bis jetzt ist er ja noch gar nicht. Also ich glaube, Navas spielt ja Ja, noch ja. oder spielt Ja. als Nummer 1, ne? Das ist ja auch, hätte ich auch nicht gedacht, weil ich dachte schon, als sie den geholt haben, dachte ich, okay, Navas wird dann jetzt wahrscheinlich gehen, aber er ist dort geblieben, Ja, also das ist krass. aber Donnarumma ist auch später dazugekommen, oder? Ich glaube, der hatte auch noch ein bisschen, hat er nicht noch ein bisschen Rückstand gehabt auch? Ein bisschen bestimmt, ja, der von den Länderspielen und so, ne? Aber Ja. ja, keine Ahnung. Okay. Boah, jetzt haben wir uns voll verquatscht. Wir haben jetzt noch 10 Minuten, Viertelstunde. Dann lass uns noch ein paar Fragen machen. Also, ihr habt ja eben schon voll viele Fragen im Chat gehauen. Jetzt, genau. Wahrscheinlich denkt ihr euch auch schon zu Hause, Mann, ich will auch was fragen. Jetzt hört doch mal auf. Aber jetzt könnt ihr gerne auch ein paar fachkundige Fragen in Chat schreiben und dann beantwortet er die auch. So, kann er sich noch an die Vögel erinnern, die ihn in Oberneuland in der zweiten Hälfte wie Vollidioten angeschrien haben? Ja, safe hinterm Tor. Der ist safe beim Testspiel. Da war. Pass auf, da waren Ja. so drei, vier Jungs oder so hinterm Tor und die haben halt geschrien. Die haben wahrscheinlich auch das ein oder andere Getränk zu sich genommen und dann Ja. waren die relativ entspannt. Es war witzig, ja. Da habe ich dann, ich weiß gar nicht, war das das Spiel, wo irgendeiner hat gesagt, ich tausche ein Bier gegen mein Trikot. Und dann meinte ich, ja, können wir so machen. Ja. Und nach dem Spiel bin ich hin und dann quasi meinte ich, wer das Bier ext, kriegt dann mein Trikot. Und da hat einer aber zugeschlagen. Souverän weggemacht, das Ding. Aber war das einfach so, haben die beleidigt oder haben die einfach nur gegrölt? Nein, nein, nur rumgeschrien und so, aber ich glaube, es waren auch Bremen-Fans. Es Okay. war jetzt nichts Beleidigendes Okay. oder so. Aber krass, dass der das hier auf dem Schirm hat. Nicht, dass der einer von denen war, Alter. Hier fragt noch Ja. jemand, ist Anfang laut in der Kabine? Ja, kommt drauf an, ne? Also jetzt in so einer Halbzeit wie gegen Paderborn ist, dann kann er auch schon laut werden, aber sonst eigentlich nicht wirklich, ne? Hat eine Meinung zur Friedel-Aktion? Ja, guck mal, das ist wieder das beste Beispiel, wie einfach so Medien und so Zeitungen sowas steuern können, Was weil war denn da? Ich habe gar nichts mitbekommen. Was ist denn? Was ja, meint er mit? Marco hat einfach ein Angebot und war sich mit Union schon einig und wollte da auch gerne hinwechseln. Ja. Und das war halt einfach ein Tag vor dem Spiel gegen Hansa Rostock. Und er hat sich dann einfach nach dem Spiel, weil dann war einfach noch nach dem letzten Training, einfach gab es noch Gespräche und so weiter, dass sie das jetzt gerne machen würden. Union meinte dann anscheinend, das ist das, was ich halt von Marco gehört habe, dann auch, dass sie es machen. Und dann ist natürlich als Spieler schon, da muss man auch, glaube ich, einen Spieler irgendwo auch verstehen, dass man dann im Kopf schon auch eher das hat, was passiert morgen, wenn ich einen Fehler mache, dann wirft mir das jeder vor. Voll. Wenn ich mich verletze, wäre natürlich doof. Ja, aber auch, ob ich der Mannschaft dann helfen kann oder nicht so. Und dann hat er einfach aus freien Stücken gesagt, Trainer, ich glaube, es wäre besser, wenn ich nicht spiele, weil ich einfach nicht bei der Sache bin, mit dem Kopf woanders bin. Das kann man jetzt verstehen, kann man auch nicht verstehen. Ja, und daraufhin hat er halt das Spiel nicht gemacht, der Wechsel ist geplatzt und jetzt ist er auch bei uns geblieben. Ja, und dann haben die Medien halt sowas draus gemacht, wie sie es halt immer machen, so der Streik Friedel, der ein Spiel streikt, den Wechsel erzwingen wollte und so, was ja gar nicht der Fall war. Er wollte den Wechsel Ja, nicht erzwingen, sondern einfach auch ein bisschen als Mannschafts-, als Teamplayer dann entschieden, besser ist es, wenn er nicht spielt, weil er nicht bei der Sache war. klingt auch vernünftig. Ja, das ist natürlich, man braucht immer so einen Sündenbock, so einen Scapegoat, wo man so ein bisschen draufhauen kann. Aber spielt er jetzt wieder von Anfang an?
Ja, also ob er jetzt am Wochenende spielt, weiß ich nicht. Ist ja gar, stimmt, das war ja Länderspielpause. Das Transferfenster war ja erst vor, ist ja erst vor genau. 8, 9 Tagen geschlossen. Okay, weiß man noch gar nicht, ne? Hier der Typ, der eben gefragt hat, wegen dem Bier, schreibt gerade, mein Bruder war das mit dem Bier, aber das Trikot hat einfach jemand anderes bekommen. Na, echt? Aber ich habe das Trikot auf jeden Fall dem gegeben, der das Bier geäxt hat. Also ich weiß nicht, was die da gemacht haben mit dem Trikot, aber... Hier fragt jemand, meinst du, also ein Paderborn-Fan schreibt gerade, meinst du, Paderborn kann dieses Jahr aufsteigen? Wenn die, ich glaube, die sind schon sehr konstant so bis jetzt. Ja, wenn die das öfter so hinkriegen wie gegen uns vor allem, dass die einfach so eine Leistung abrufen können, dass die Spiele auch so funktionieren, dann ist schon eine gute Truppe auf jeden Fall. Aber die zweite Liga ist schon sehr, sehr krass. So da, das 34 mal, 36 mal hinzubekommen, ist schon... Ist dann auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, der Kader ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, er ist auch krass. Vor allem, du hast so, vor der zweiten Liga war so die beste Liga der Welt, die beste zweite Liga. Und alle waren so, boah, die und die Vereine, die. Und jetzt guckst du einfach, ich habe gerade die Tabelle aufgemacht: Jan Regensburg auf 1, Paderborn auf 2, ja, krass, ne? Dresden auf 3, Pauli auf 4, Nürnberg auf 5, KSC auf 6. Keine von den Vereinen, wo man vorher gesagt hat: ja, okay, die gehen hoch. Ja, aber das zeigt ja auch wieder, das ist ja auch nicht immer nur so ein Gelaber oder so eine Ausrede, die man benutzt, sondern es ist halt einfach wirklich Fakt, dass diese zweite Liga einfach extrem schwer ist und da auch zu bestehen extrem schwer ist, weil das halt einfach lauter Mannschaften sind, die einfach auch über Jahre das jetzt mittlerweile kennen. Und wenn jetzt zum Beispiel wir als Absteiger runterkommen und wir wissen auch noch nicht so genau, was passiert, wie sind die Mannschaften, wie sind die Gegenspieler, weil wir auch keiner von uns wirklich gegen die Jungs gespielt hat bis jetzt, dann ist es halt nicht so einfach. Das ist halt einfach wirklich so. Naja, man marschiert doch nicht mal so eben durch, ne? Hier fragt jemand, dein Wunschverein für Pavenka. mein Wunschverein. Wo soll der hinwechseln in der Winterpause? Ja, da, wo er das für richtig empfindet und wo er sich glücklich fühlt. So. Aber quatscht ihr miteinander? Bist du cool mit dem? Ja, also wir waren auf jeden Fall sehr cool so, als er klar die Nummer 1 war. Da war es natürlich für ihn auch ein bisschen leichter, so muss man aber auch jetzt sagen. Ist Krieg. Ja, ne, Krieg auch nicht, aber man merkt einfach, dass ihn das auch beschäftigt und das ist jetzt irgendwie nicht unfair geworden oder so, aber so ein bisschen. Ja. Aber krass. Ist ja auch nachvollziehbar und verständlich. Aber das ist dann wirklich so, ich meine, wir müssen uns jetzt quasi als Fußballfans übersetzen, was du damit wirklich meinst. Ich tue es jetzt nicht, aber jeder, der hier zuguckt, hat ja auch ein Brain und man kann sich ja vorstellen, was du da gerade gesagt hast. Ich finde das so geil. Also, gerade weil man ja auch weiß, dass Torhüter die größten Psychos der Erde sind, so. Sind ja auch normalerweise maximale Ego-Shooter, weil sonst würdest du dich ja nicht einfach vor einen erwachsenen Mensch mit dicken Oberschenkeln stellen und der holt aus 6 Metern und du stehst da einfach so. Macht ja für keinen normalen Menschen Sinn. Und gerade dann dieses Nummer 1 Gerangel ist schon geil. Also es ist schon so jenseits des Flachsigen, so nach dem Motto, ja, mach dir keine Sorgen, Samstag stehe ich sowieso im Tor, sondern jeder macht ganz konzentriert seine Aufgabe, ist aber nicht unfair. Aber ihr geht jetzt auch nicht zusammen irgendwie nochmal ein Wasser trinken oder so. Nee, das war jetzt auch nicht so böse gemeint, dass jetzt irgendwie voll der Assi wäre. Nee, oder hast du auch nicht so gesagt. Voll unfair wäre oder so, ne? Aber klar ist für ihn die Situation auch nicht einfach, weil er jetzt einfach 3 Jahre lang hier die Nummer 1 war und das scheint gerade so ein bisschen, oder das ist einfach noch nicht geklärt, ob er jetzt wieder ins Tor kommt oder nicht oder was auch immer. Ja. Und das merkt man natürlich jedem auch an. Das ist ja auch bei jedem anderen Spieler auch so. Wenn du jetzt 3 Jahre immer Stammspieler warst und auf einmal bist du es nicht mehr, dann ja, dann ist es natürlich auch nicht so geil. Ja, hier fragt noch jemand, verstehe, seine Meinung zu Menschen, die Handcreme auch auf die Füße benutzen. Ey, lass mal gut sein, brauchst du nicht antworten. Ich wollte dir einfach nur vorlesen. So, das ist aber, ey, der Name geistert hier schon die ganze Zeit im Chat rum. Zettis Meinung zu Loris Karius. Der spielt ja quasi konstant schlecht, wenn der mal auf dem Platz steht. Hat meiner Meinung nach nichts in irgendeiner ersten Liga verloren. Also der... Stimmt auch so nicht. Also der ist ja, also natürlich ist das erstmal ein sehr guter Torwart, ne? Aber, also, wie viel Pech oder wie viel, also ich habe noch nie einen größeren Absturz von einem Torwart gesehen als den, wo es aber eigentlich auch gar nicht so an den Skills liegt, sondern, also, aber wenn du in so vielen wichtigen Spielen so viel patzt, der ist eigentlich so eher... Ja, aber hat er so viel in so vielen wichtigen Spielen gepatzt, er hat halt in einem Spiel, was halt einfach das Champions-League-Finale war, ja, halt richtig gepatzt, zweimal. Das sind auch der eine Fehler, der durchrutscht, das passiert auch mal. Ich kann euch jetzt, keine Ahnung, 15 Torhüter sagen, in welchen Spielen, der genau selbe Fehler passiert einfach.
da spricht keiner mehr drüber, weil es halt nicht ein Champions-League-Finale war. Ja, halt schon ungünstiges Timing für sowas, aber ja, der ist auf jeden Fall nicht so schlecht, wie ihn immer alle reden. Und ja. Auch sowas, wenn ich jetzt hier lese, dass er nichts in irgendeiner ersten Liga verloren hat, das stimmt halt einfach auch nicht. Ist halt auch nicht. Das ist dann von mir aus die Meinung der Person. Das ist ja auch okay, jeder kann ja seine Meinung haben, aber es ist halt, stimmt nicht. Ja, aber es ist natürlich auch einfach bei jemandem, der so krass cool aussieht, so eine Frau hat, in der Öffentlichkeit ist, auf Twitch und so, dann ist er im Champions-League-Finale und auf einmal siehst du der kleine Verein da im Ausland und nirgendwo kriegt das irgendwie nochmal gebacken. Das ist halt auch, ja, vor der Psyche ja. Kann sich halt keiner irgendwie verstecken. Ne? Hier fragt noch jemand, wie hoch gewinnen wir am Samstag in Ingolstadt? Hab mir heute Karten bestellt. Schon mal gut Karten bestellt, sehr gut. Und witzig, ich habe heute mit Niklas Füllkrug drüber gesprochen. Ja. So, weil wir das immer bis jetzt so gemacht haben, so vor Spielen immer so ein bisschen gequatscht und so. Und so gefühlsmäßig, was steht an? Und ich habe auf jeden Fall auf Sieg, ganz klar, weil wir jetzt auch schon mit Rückenwind kommen und so. Und ich glaube, die Stimmung in der Mannschaft ist auch gerade sehr gut. Also ja, ich habe einfach gesagt, wir gewinnen. Habt ihr, könntest du mir jetzt aus dem Stand heraus 5 Spieler von Ingolstadt nennen? Nee. Geil. War das auch gar nicht, nein, aber das ist auch gar nicht. Also ich bin da generell total lost drin. Ich kann dir auch keine Ahnung, 5 Spieler von Augsburg sagen zum Beispiel oder so, weißt du? So, aber was ist, aber ihr habt doch eine Vorbesprechung, oder nicht? Ja, klar. Ja. So jetzt morgen wird eine Videoanalyse, am Freitag ist eine Videoanalyse dann im Hotel in Ingolstadt und so, aber okay. Ich habe keine Ahnung. Also, ich guck wenig Fußball und auch wenig. Nee, ist aber gut. Zweite Liga und wenig, keine Ahnung. Wir sind ja auch ein bisschen hier, um Brände zu legen. Also falls einer aus Ingolstadt jetzt zuguckt, ne, ein Fan oder ein Spieler, der SV Werder Bremen, ne, ist so, aber sowas von maximal siegessicher, dass die bis einen Tag vorher den Spielern nicht mehr irgendwie Videos von euch zeigen nach dem Motto, der flankt gerne, der mit dem Rücken zum Tor, macht die und die Bewegung. So sicher sind die sich. Nehmt das mal als Motivation. Also. Andersrum, was bringt es denn, wenn ich Mittwoch weiß oder Montag, Dienstag weiß, wo irgendein Spieler hinflammt? Also ich sag, wenn ihr am Ende so Dritter oder Zweiter seid und es geht irgendwie gegen eine andere Mannschaft, die oben steht, da weißt du am Mittwoch schon Bescheid. Nein? Scheiße. Auf keinen Fall, nein. Mann, okay, das bringt doch nichts. Warum sollst du dir eine ganze Woche irgendwelche Videos vom Gegner angucken? Das ist ja schon... Ist ja schon auch wichtig, was wir so auf den Platz bringen. Und wir beschäftigen uns, glaube ich, schon eher damit, was wir so machen können, als das, was der Gegner macht. So. Okay. Ja, gut, akzeptiert. Ich sag dir selbst, letztes Jahr oder so, wenn du gegen Bayern spielst, dann guckst du dir auch nicht Montag, Dienstag Videos an. Okay. Aber theoretisch hättest du die Möglichkeit, auch zu jemandem hinzugehen und zu sagen, am Dienstag schon, kannst du mir mal so ein paar Schnipsel zusammenstellen? Ja, ja. Klar. Wir haben ja auch eine Top-Video-Analysenabteilung, wo du auch echt... Egal, was du brauchst, die können dir das schon besorgen und irgendwelche Videos zusammen schnipseln und so. Das ist top. Aber ich halte davon nicht so viel. Man muss schon wissen, wie der Gegner spielt, ob er besonders irgendwas besonders gut macht, irgendwelche besonderen Varianten hat. Aber ich glaube, man kann sich da auch ein bisschen zu sehr mit beschäftigen, wenn man, keine Ahnung, sich in der Woche 2 Stunden Videos von irgendwelchen Gegnern anguckt. Ja, hast du auch wieder recht. Hier ist noch eine gute Frage. Würdest du zu einem Verein wechseln, wo du das Doppelte, Dreifache verdienst, aber auf jeden Fall nicht Nummer 1 bist? Nee. Nee? Also, das ist ja blöd zu sagen, aber also ich hätte das schon machen können, aber okay. Also, was bringt mir das denn? Okay. Das bringt ja nichts, sich in dem Alter, vor allem als Torwart, so ist ja jetzt auch gerade so 25, 26, 27 bis 30, sag ich mal, ist ja ein Alter, wo du viel Spielpraxis am besten brauchst. Dich neu entwickelst auch, ja. Weil du dich entwickelst, weil du da Erfahrungen sammelst als Torwart. Das ist ja, wie wir ja vorhin schon richtig analysiert haben, auch extrem wichtig. Und deswegen bringt ja nichts, mich jetzt irgendwo hinzusetzen, nur weil ich da ein paar Euro mehr kriege. So. Das sollte schon nicht im Vordergrund stehen. Das ist halt, ja. Hier ist noch eine gute Frage. Abgesehen von dir selber, weil ich weiß schon, wie du die Frage beantworten wirst, aber die darfst du so nicht beantworten. Abgesehen von dir selber, welcher aktuelle Mitspieler hat die hübscheste feste Freundin? Boah, ja, okay. Aber ich kenne noch nicht jede Freundin von irgendwelchen Spielern bei uns. Ja. Also, ich kenne, wie viel kenne ich denn? Gibt es denn irgendeinen Mitspieler, ohne jetzt den Namen zu nennen, der einfach mit einem Vollzombie zusammen ist, wo du denkst, ey Dicker, du spielst Zweitliga? Ja.
Nein, aber das ist doch auch, guck mal, das ist doch auch Ansichtssache. Manche Jungs finden das schön. Ja, ist deine Ansicht, ja klar. Ich finde halt manche Sachen nicht schön. Keine Ahnung, man muss ja auch nicht immer alles schön finden. So. Nee, natürlich nicht. Aber es ist, das ist schon krass mit den Spielerfrauen, es hat sich einfach so etabliert, dass wenn du diese Spielerfrauentribüne oder diese VIP-Abteilung siehst, das ist einfach irgendwo immer irgendwie ein Schlag Frau, ne? Das ist, ist schon krass. Ich würd mal wirklich so feiern, ja. Wenn dann wirklich einer mal so den Hoeneß oder den Jogi Löw macht und dann einfach wirklich so, ja, Jugendliebe ist halt okay, dann ist die halt älter geworden, ist halt auch ein bisschen auseinandergegangen. Aber die kommt immer noch in die VIP-Abteilung. Aber es ist ja so, das ist ja auch schon so ein bisschen Competition unter den Frauen auch, ne, hat man das Gefühl. Was hat ja, die bei manchen 100%, also das gibt ganz, ganz krasse Beispiele, die ist halt einfach, keine Ahnung, ich könnte mich mit so Frauen wahrscheinlich nicht 5 Minuten unterhalten, ohne irgendwie einen Kollaps zu bekommen, keine Ahnung, jeder wie er will, ne. Aber ist so geil, das ist einfach, ja, den Namen natürlich jetzt zu kriegen, ist natürlich unmöglich, aber schon mal gut, das ist auf jeden Fall, ehrlich, hier fragt noch jemand, wie schnell ist Asale? Oder Asale, wie wird es ausgesprochen? Asale und puh. Ich habe jetzt 3-mal mit dem trainiert, keine Ahnung. Aber ich glaube, er toppt nicht unseren schnellsten Spieler. Wer ist der schnellste? Erin Dingci oder. Der junge Türke, der ist so schnell, oder was? So flink. Erin, ja, der ist sehr schnell. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen schnelleren haben. Abed vielleicht. Abed ist auch sehr schnell. Früher die meisten gelben Karten, jetzt auf der Bank. Jetzt endlich auf dem Feld. Ja, stimmt. Schnellster Spieler im Team hatten wir schon. Gute Frage. Böse Frage. Zetti, warum gab es in Paris keinen Antrag? Boah, da muss ich mich so beherrschen. Da muss ich mich jetzt so beherrschen, nicht mit Interna zu kommen. Warum gab es in Paris keinen Antrag, Zetti? Warum? Plauder doch mal. Also ich sag mal so, ich glaube, der wäre gar nicht so auf taube Ohren gestoßen. Aber du bist ja auch ein Vernünftiger und du wirst das schon zum richtigen Zeitpunkt machen. War das gut ausgedrückt von mir? Das war, also besser hätte ich es nicht sagen können. Weißt du, wie schwer mir das gefallen ist? Ich weiß. Das war wirklich anstrengend gerade. So, was haben wir hier noch? Stimmt, Alter, der Maxi Beister ist ja in Ingolstadt. Der ist ja auch bei uns quasi Stammgast hier im Stream. Echt? Ja. Ja, also, voll. Das ist echt witzig, ne? Du hast ja mittlerweile auch schon echt hier Publikum und auch Gäste gehabt, ey. Das ist schon krass. Ja, es ist auf jeden Fall crazy. Aber weißt du, was das, weißt du, weil ich mich jetzt voll gefreut habe, weil der zugesagt hat, Ansgar Brinkmann, ne, der weiße Brasilianer, ja. Todeslegende. Aber ich glaube, der sagt immer nur zu, wenn der einen Tee hat und wenn der dann am nächsten Tag wieder nüchtern ist, dann meldet er sich nicht mehr. Also den hier zu kriegen, das wird wirklich schwierig. Muss auch mal einen Stream planen für Samstag 23:30 oder so. Also wenn der kommt, dann auf jeden Fall ein Softstream mit Ansgar Brinkmann. Geil. Aber ja, nee, aber wann? Safe. Hast du eigentlich auch mal die EM-Flügelzange geguckt, als wir die ganze Zeit EM-Studio gemacht haben? Ja, ein bisschen. Bisschen immer mal wieder reingeguckt und so. Ja, nice. So, haben wir noch was? Ich habe dir doch sowieso nach ein paar Streams, habe ich dir doch sowieso auch geschrieben. Ne? Also, da waren ja ein paar Gäste dabei, das war Gänsehaut. Ja, hier war Olaf Thon und was war noch? Ja, Masala. Genau, Thorsten Legert. Meinung zum Kollegen Möwald. Gut, ich verstehe mich gut mit dem. Ist natürlich jetzt auch, der ist ja gewechselt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, zu Union Berlin. Ja, ist halt, keine Ahnung. War halt, ich glaube, ist halt jetzt gerade auch schwierig, weil der relativ früh auch zur Vorbereitung gesagt hat, dass er bei Bremen bleiben wird, so. Ja. Für Fußballer sehr deutlich ausgedrückt, gedrückt und jetzt ist er ja doch gewechselt, aber ja. Manche Sachen im Fußball, das ist halt auch nicht, es ist so schnell und vor 4 Wochen war das und jetzt ist wieder eine andere Situation und so. Manchmal. Ja, ja.
Ja, ich bekomme es halt auch bei dir mit, ne? Das ist, du bist in Zwolle, du weißt nicht ganz genau, geht die Nummer 1, bleibt die, dann bist du trotzdem am Start, dann verletzt er sich, dann spielst du, dann kriegst du den Vertrag, dann so, jetzt ist schon wieder Freitag wird oder morgen wird entschieden, wer jetzt am im Tor spielt. Das ist ja dicker Wechselbad der Gefühle, Alter. Da kann man ja Leute, die wirklich ihren Stammplatz sicher haben oder seit Jahren beim selben Verein spielen, irgendwie auch nur beneiden. Obwohl obwohl ich es auch nicht verstehen kann. Also ich kann den, guck mal, Thomas Müller zum Beispiel, der ist ja auch ein Vogel, ne? Aber ich kann das einfach nicht, ich verstehe den schon, weil der so ist, wie der ist, dass der halt da bleiben will und man, der hat Pferde und seine Pferdefreundin und der ist Münchner und so. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass wenn du die ganze Zeit auf diesem Level spielst, dann musst du doch auch mal nach England wollen oder so. Boah, glaube ich nicht, weil, guck mal, bei Bayern hast du das, du hast doch eigentlich alles, was du brauchst, vor allem der Müller ist natürlich von da unten und das ist natürlich auch ein krasses Beispiel, weil der hat schon alles erreicht. Ja, aber es geht doch, im Fußball geht es doch darum, natürlich manche ticken so, die wollen auch noch mal eine andere Herausforderung und auch mal Ausland und auch mal England und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Geld mitnehmen, spielt bei dem einen oder anderen auch eine Rolle. Aber wenn du doch alles hast, was du für dich brauchst, wenn du das Umfeld dir aufgebaut hast, wenn du im Verein alle kennst, wenn du total angesehen bist, ein total wichtiger Spieler für den Verein bist und so, warum, also es muss ja nicht immer sein, dass jeder irgendwo anders hingeht, nur um mehr Geld zu verdienen und so weiter. Wenn sein Anspruch vielleicht nochmal ist, ja, ich will nochmal in England spielen, ich will nochmal in Frankreich spielen, klar, safe. Ja. Aber keine Ahnung, es muss ja nicht immer jeder irgendwo für Kohle hinwechseln. So. Nee, nicht, ich meine gar nicht, Mann, Digga, sein Konto will ich gar nicht sehen. Es geht nicht um Kohle, es geht nur darum, einfach mal in England gespielt zu haben. Müller geht in England unter, schreibt hier jemand. Ja, einfach nur sowas, also dafür. Ich fand auch, guck mal, auf der einen Seite finde ich zum Beispiel Messis Vereinstreue überragend. Auf der anderen Seite, förderlich für die Diskussion, Cristiano oder Messi, ist es auf jeden Fall nicht, 10 Jahre oder 15 Jahre in derselben Mannschaft zu spielen, wo alle dir zutragen und aber nicht mal auch irgendwie ein Jahr in England oder in, Italien braucht kein Mensch. Aber ein Jahr in England hätte ich dir gerne mal gesehen, einfach nur um zu gucken, wegen der Neugier, weißt du, wir sind ja Fans und man will einfach sowas auch mal sehen. Selbst als Fansicht wäre sowas krass, ne? Wenn auch die besten Spieler oft wechseln und in anderen Ländern und so, das ist voll safe nachzuvollziehen, aber keine Ahnung, ich glaube schon, dass für manche Spieler ist es schon wichtiger, dass man irgendwie sich aufgehoben fühlt und sich wohlfühlt und so, als irgendwie eine neue Herausforderung oder was Neues zu probieren oder so. Ja, hier ist eine geile Frage. Musiala wird's Moukoko? Wer ist der größte Star von den drei in 5 bis 10 Jahren? Hast du einen von denen schon live gesehen? Ja. Musiala live, Wirtz live, Moukoko. Hat der gegen uns gespielt letztes Jahr? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich sag, alle drei safe, eine große Karriere vor sich. Safe, weil die Anlagen, was sie haben, sind krass so. Ja. Ich glaube, der Musiala ist einfach von seinem spielerischen Witz so heftig für sein Alter. So, der macht das schon so abgezockt und so überlegt und so gut. Das ist ein Ausnahmetalent, so, aber der wird es natürlich auch mega krass. Ja. Ich glaube, alle drei werden echt schon noch was erleben in ihrer Karriere. Ne? Ja, ich habe bei Moukoko habe ich irgendwie so ein Gefühl, dass das nichts wird. Ich weiß nicht warum. Ich feiere den Typ, ich feiere den Jungen, aber irgendwas sagt mir, dass der so ein zweiter, also den kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr, so ein zweiter Freddy Adu wird und irgendwann, also ich würde es dem gönnen, ich bin auch voll hyped und der hat auch die Skills und so, aber irgendein Gefühl, ich habe irgendwie ein Gefühl, bei Musiala zum Beispiel, das ist ein Samurai. Wie du schon sagst, der ist super frech, der hat eine krasse Veranlagung, eine super Spielintelligenz, ein geiles Dribbling, aber ich glaube, das dauert noch 1-2 Jahre und wenn der da nicht zulegt, die haben sich, glaube ich, also der ist ja so ein Hemd und ich glaube, irgendwie in 1-2 Jahren muss der irgendwann umstellen, weil sonst ja, aber es gibt ja auch immer so, guck mal, Thomas Müller ist doch das beste Beispiel, der ist auch ein totales Hemd, so in dem, der ist ja auch nicht trainiert oder so, aber der ist ja trotzdem, seit wie vielen Jahren spielt er auf dem Niveau? Also, du musst dich immer. Ja. Ja, schon, so, bei Müller hätte man auch. Ich glaube, manche brauchen das nicht so und vielleicht nimmt ihm das auch total was weg. Stell dir mal vor, der hat 10 Kilo mehr drauf und der ist dann auf einmal nicht mehr so agil und so. Das ja, die kriegen ihn halt auch nicht zu, die kriegen ihn halt auch nicht zu greifen. Mehmet Scholl war ja ähnlich, Alter, der war auch ein. Hat ein Hemd gehabt, Oberkörper gehabt wie sonst was, aber ist halt flink gewesen. Hier fragt noch jemand, in welchem Stadtteil wohnt Zetti? Über Seestadt? Fragezeichen. Das ist Geheimnis. Okay, Geheimnis. Aber ich kann, aber ich kann euch sagen, schöner Balkon und gute Pfeife auf jeden Fall. Ich weiß nicht, von was du sprichst.
Lass mich mal kurz gucken. Mal gucken, es wird so ein bisschen wie Mokoko. Ja. Christian Groß gegen Karlsruhe. Wie war Christian Groß gegen Karlsruhe als Kapitän? Meiner Meinung nach auch eine dauerhafte Lösung. Wie soll er als Kapitän gewesen sein? Also, meinst du jetzt, oder ist die Frage darauf, was für eine Ansprache er hat oder was? Keine Ahnung. Oder wie, also, wie der, hat der ein Lieder gemacht? Hat der das Amt gut ausgeführt? Ja, Grosso ist ja jetzt ja auch schon ein bisschen älterer Spieler bei uns und so. Das, ja, der ist aber auch, egal ob der jetzt die Binde hat oder nicht, einfach so ein Leader-Typ und so. Ja, also. Ich weiß nicht, wie ich die Frage auffassen soll. Also, der hat jetzt nicht irgendwas Besonderes gemacht, irgendwelche angeschrien oder ich glaube, in die Richtung ging das eher. Hier hat noch jemand gefragt, wer in deiner Mannschaft der beste Homie ist. Mit wem hängst du? Boah. Ich verstehe mich mit so vielen so gut und mache auch privat mit einigen viel. Also der Beste, keine Ahnung. Den Besten kann ich nicht sagen, aber ich verstehe mich. Romano Schmidt, Niklas Schmidt, Niklas Füllkrug, Friedel auch super. Also ja. Ich habe ein paar. Der Lasse Mai auch ein unfassbar geiler Typ. Also gibt ein paar. Nice. Tim Wiese, Idol oder abschreckendes Negativbeispiel? Warum Negativbeispiel? Also Idol jetzt auch nicht, weil es nicht meine Art von Torwartspiel war oder ist so. Aber abschreckendes, also Negativbeispiel ist ja auch nicht. Also. Warum denn? Ja, ich glaube, das ist eher darauf bezogen, was der so nach seiner... So eher das nach der... Ja, gut. Ja, aber das ist ja auch... Das hat ja nichts mit einer Fußballkarriere zu tun. So, das ist ja das, worauf er Lust hat nach der Karriere. Wenn er meint, er muss zum Wrestling gehen, dann macht er das und so. Ist ja auch jeder, wie er Bock hat. Ne? Ja. Für mich wäre es wahrscheinlich nichts, aber... Lass mich mal gucken. Was sagst du zu deinen Fußball-Manager-Stats? Kennst du die überhaupt? Rate mal, also ich weiß weder meinen Transfermarktwert oder wie das heißt, noch FIFA, noch Manager, also keine Ahnung. Ich zock sowas nicht und guck sowas nicht an. Sehr gut. Dann machen wir jetzt die letzte Frage. Wie ist es zustande gekommen, dass du erster Torwart geworden bist für die ersten Spieltage? Wie hat es dir Markus Anfang erzählt und wie hast du reagiert? Wann stand das fest? Ja, da kann ich jetzt natürlich ganz groß ausholen und so, also die Geschichte, also so schnell durchlauf ist, ich bin im Winter wieder hergekommen, wo Pavlas die Nummer 1 war, weil Capino sich ausleihen hat lassen und quasi so die Tür wieder aufgegangen ist für mich hier und genau, dann war ich hier ein halbes Jahr quasi im Training, konnte mich so zeigen, das war auch abgesprochen mit dem Torwarttrainer, dass das ganz gut wäre, dass ich noch mal ein halbes Jahr mit ihm zusammen habe, dass man noch ein paar Sachen verbessern kann, auf ein paar Sachen mehr Wert legen kann, dass ich halt jetzt im Sommer einfach dastehe und einfach sagen kann, ich hätte gern Anspruch auf was. Und dann war Capino oder ich in der Vorbereitung so ein bisschen das Fragezeichen, wer spielt, wer ist Nummer 2 dahinter, weil Pavlas noch verletzt war und man nicht wusste, was passiert. Geht Pavlas, bleibt Pavlas. Und dann habe ich mich durchgesetzt gegen Capino in der Vorbereitung, durch gute Spiele, gutes Training. Daraufhin ist Capino dann gewechselt, was er auch von vornherein klar gesagt hat. Und ja, jetzt war ja immer noch die Frage, ob Pavlas immer geht oder nicht. Jetzt ist er geblieben. Und ja, mir wurde von Anfang an immer gesagt, dass Leistung zählt, dass ich mich zeigen darf, dass ich genauso Anspruch habe, jetzt im Tor zu stehen wie jeder andere auch. Aber dass man mir natürlich zu dem Zeitpunkt damals, wo Pavlas ja gar nicht im Training war, nichts versprechen konnte oder so. Aber ich glaube, der Trainer hat ja auch jetzt immer wieder gesagt, dass einfach leistungsorientiert gehandelt wird und entschieden wird. Und deswegen stehe ich gerade im Tor und ja, nice. Mal gucken, was passiert. Jetzt, genau, er schreibt auch gerade einer, jetzt wird der Platz verteidigt. Ja, man drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass der jetzt morgen oder Freitag, dass da Good News gibt. Und selbst wenn nicht, der Pavas, der knickt schon nochmal um vor der Winterpause. ey, mein Lieber, ich möchte mich vielmals, eine Frage, die jetzt nicht im Chat stand, aber ja, die mich nur interessiert. Der Cynic hat dich ja heute in der Story verlinkt. Und du hast das nicht gerepostet, weil... Also... Schämst du dich für unsere Bekanntschaft? Nee, safe nicht, aber ich habe das... Ich glaube, ich habe das auf dem Weg ins Stadion gesehen und dann im Stadion bin ich meistens nicht mehr am Handy und so ein bisschen... Das war jetzt nicht mit irgendeinem Hintergedanken oder so. Nee, das tut mir sehr leid.
Ist kein Problem. Kannst du ja am 18., wenn ich nach Bremen komme, zum Nordderby wieder gut machen. Aber ich glaube, dass ich mich für unsere Bekanntschaft nicht schäme, in welchem Trikot sitzt du da. Ne? Ja, ja, das ist eigentlich also. selbsterklärend, das stimmt. Und für die Leute, die später dazugekommen sind, wir sind jetzt 8000 Leute, ist auch krank. Schön, die 13, Cynic, war ein Geschenk vom Zetti und das werde ich, wenn ich nächstes Jahr meine Tour spiele und in Bremen bin, dann wohl oder übel auf der Bühne tragen müssen und werde das natürlich aber auch machen. Aber wie gesagt, das Angebot steht noch, ne? Das ist ja aus einer Wette heraus entstanden. Und ja, nochmal ein Ausschießen. Ich bin da jederzeit offen für ein weiteres Ausschießen. Ey, theoretisch, wenn das mit Bremen klappen sollte, 17., 18., 19., wenn ihr da 18. das Spiel habt, meinst du, okay, ist natürlich schwer zu sagen, vielleicht klären wir das auch später so, aber vielleicht könnte man ja, gesetzt den Fall, es läuft scheiße und du spielst nicht, dass man mal irgendwie auf dem Rasen könnte und da könnte ich mal so 5 bis 10 Dinger draufzimmern oder auch daneben. Ist das komplett ausgeschlossen oder? Am Spieltag meinst du? Am Spieltag auf gar keinen Fall. Nee, am nächsten Tag wäre so auslaufen. Am Spieltag wäre sehr schwierig, aber am nächsten Tag geht das safe. Ich bin ziemlich gut mit unserem Greenkeeper, da kriege ich was geregelt. Boah, das wäre crazy, Alter. Ach krass, hier ist gerade die Deutschland-Aufstellung fürs Spiel gleich gegen Island. Guckst du auch gleich hinten, ne, oder? Ja, ja, safe. Ja. Ja, ja. Kehrer, Süle, Rüdiger, Hoffmann, Gündogan, Goretzka, Kimmich. Aber wie spielen die denn dann, Alter? Viererkette, Kehrer, Süle, Kimmich. Wo spielt denn dann Kimmich, Alter? Auf der 6? Okay, auf der 6. Auf der 6, oder? Gündogan, ja. Goretzka, Kimmich. Und also dann Gündogan auf der 10 oder was? Wer spielt denn dann? Oder Goretzka auf der 10? Gündogan, Kimmich, Doppel-6, davor Goretzka. Wahrscheinlich, ne? Außen Sané, ja. Gnabry, vorne Werner. Ja, würde gut. Ich so lesen, aber der schauen wir gleich, ne? Ja, schauen wir gleich. Also nochmal, mein Lieber, danke dir vielmals. Wir texten morgen auf jeden Fall nochmal. Genieß das Spiel gleich, grüß die Frau und wir drücken dir auf jeden Fall alle die Daumen, dass morgen oder übermorgen Good News gibt und dass du dann am Wochenende ein Tor schießt, mein Lieber. Geil, danke. Sobald ich was weiß, schreibe ich dir. Sag Bescheid. Korrekt. Mein Lieber, so. Haust rein, ja? Spaß noch, haut rein. Ciao, ciao. Ciao.